Oh, das ist ja super. Der Anfang einer Folge mit den Enden eines Klankriegs. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Ja, es deutete sich an, dass dieser Klankrieg hier eine kleine Farce für mich wurde, denn meine Clan-Kameraden und Kameradinnen hier sind einfach in den letzten Wochen viel, viel besser geworden. Ich hatte einfach viel zu viel Spielpraxis mit meinem RH10-Dorf und deswegen hätte diese Folge auch ganz locker heißen können Clash of Disaster oder Clash of oh Gott, Toto ist im Clankrieg dabei oder Clash of Totos Fails. Also es war für mich leider kein guter Clankrieg. Nichtsdestotrotz habe ich mindestens ein bzw. zwei Sterne geholt. Die zwei Sterne bei einem RH9, man glaubt es kaum, und den ein Stern bei einer gar nicht mal so starken RH10-Base. Aber ich war ein bisschen sprachlos und habe gedacht, ja, so das musste so kommen. Denn wer hier 14 oder 16 Wochen nur mit Kobolden farmt und mal alle Jubelwochen mal einen Clankrieg mitmacht, der kann einfach auch nichts reißen. Man muss einfach ein bisschen mehr Spielpraxis haben. Hätte ich so auch nicht unbedingt gedacht. Aber wenn ich meine anderen Leute hier sehe, die wirklich gute Angriffe machen und hier den Clankrieg mal wieder gerockt haben. Also es ist nicht, dass wir verloren haben. Wir haben relativ klar gewonnen. Und auch der Hitman zeigt hier, wie man den 18er ja ausschaltet. Okay, das ist jetzt RH10 auf RH11. Aber so wie ich das sehe, ist das hier unser letzter Stern. Wir lassen ihn noch mal laufen. Denn der wird noch mal dreisternig hier wirklich gut gemacht. Auch taktisch wieder sehr, sehr gut. Wenig Fehler. Allerdings gibt es hier eine RH9-Base beim Gegner, die wir, glaube ich, 10-mal angegangen haben. Da gucke ich gleich mal drauf, aber sauber hier nochmal den letzten Stern rausgeholt. Und damit steht 77 zu 60, 8 Minuten vor Schluss. Und aber ich glaube, ich muss nochmal gerade die gegnerische Base raussuchen. Es war die 25. Der ist vorzeitig aus dem CK raus, was natürlich schade ist. Aber seine Base hier hat, ach, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ganz woanders hin, ich wollte nämlich hier in die Defenses rein. Seine Base hat mal eben 10 Angriffe überlebt und erst beim 11. ist er dann bewältigt worden. Also eigentlich geht das bei uns gar nicht, aber es sind hier etliche 10er ran gescheitert, alle oder sehr, sehr viele 9er ran gescheitert. Ich bin dran gescheitert und deswegen war das, es ist eigentlich gar nicht so eine gute Base, aber scheinbar waren unsere Truppen dort taktisch gesehen nicht so toll. Und dementsprechend hat der gute Kollege 10-mal verteidigt, beim 11-mal hat es ihn dann doch erwischt. Und wie ihr sicherlich wisst, spielen wir, den haben wir gestern schon gesehen, spielen wir mit keinem RA8 hier zurzeit die großen Clankriege und machen deswegen nur ab Rathaus Level 9 Clankriege. Den allerletzten Angriff schenken wir uns, das war ein RH9 auf RH8. Das wären in jedem Fall 3 Sterne und dann fangen wir hier mal mit den 9ern an. Mit dem Ragnar auf den Chattaqua, so heißt er wohl. Und hier wieder ein lupenreiner Riesen- und Hockangriff. Das ist eigentlich auch so seine bewährte Technik. Ich sehe gerade, vielleicht, er sieht immer meine Videos, also hört er mir jetzt zu. Okay, die Queen muss auf 10. Macht die Queen auf 10. Alle anderen Sachen sind ja eigentlich gut und auch seine Angriffe laufen in der Range hier, wo er sich aufhält, immer oder sehr, sehr häufig dreisternig. Und so sind das hier super 3 Sterne auf RH9 oder von RH9 auf RH9 gewesen. Ihr habt das ja schon mitbekommen in den letzten Wochen. Wir haben ein bisschen taktisch umgestellt und gehen schon mal einen rauf oder einen runter. Aber wo es passt, machen wir natürlich auch unseren Gegenüber nach wie vor. Und beim Fips hier hat es gepasst mit einem Go-Lalun. Nee, doch, da ist ein Go-Lalun. Können wir ruhig so hinnehmen, wenn auch nur mit einem Golem. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Golems hier in den CKs sehe,
dann leben die immer total lange und meine Golems, die sind immer total schnell weg. Mag vielleicht dann auch an der Seite sein, wie man reinkommt, wenn man da gleich eine Queen hat oder 3, 4, 5 Devs, die auf einen schießen. Und ich sehe gerade so, na gut, er hat gerade jetzt noch so die zweite Lage geschafft und räumt hier jetzt mit den Hunden und den Loons auf. Das kann man sicherlich auch anders machen, nämlich in dem Moment, wo eigentlich schon noch so ein bisschen Beschuss in der Base ist und die CB schon weg ist, schickt man die Hunde los und so überlebt hier unter Umständen auch eine Queen, die jetzt allerdings sehr tief stand. Die hat auf jeden Fall Beschuss, die hätte in jedem Fall weiter Beschuss bekommen, denn hinten die Kanonen etc. schießen natürlich nicht auf Lufttruppen, aber so war das hier. Ein schöner Gula Loon. Nach wie vor im RH9-Bereich ein Angriff, den ich sehr, sehr gerne mag. Der ist immer sehr schön anzuschauen, wenn er denn zu 3 Scheren führt. Und das war hier super gemacht von den Fips auf die Nummer 26. Wir gucken mal weiter. Wir ziehen hier den Flashloop mal mit rein. Ein RH10 auf ein, na, RH10, ich will es nicht sagen. Flash ist ein RH9,5 auf einen RH9. Und ja, das ist schon, ja, ich will nicht sagen dominant, aber mit der Heldenkombi, den Bowlern auf 2 und den Heilern plus den, ich weiß gar nicht, hatte dann, nee, hatte kein Golem bei, hatte komplett nur Heiler-Bowler-Kombi. Ah, da sind solche Bases natürlich ein gefundenes Fressen für einen Zehner. 240 Truppen, ein Zauber mehr. Ich habe es halt nicht geschafft, einen Neuner zu machen. Das ist so schlapp. Also es ist so, es ärgert mich, klar. Aber letztendlich ist es nur ein Spiel. Und meine Clan-Kameraden haben mich in den Chats schon wieder aufgebaut. Also ich soll mal den Kopf nicht ganz so tief hängen lassen. Das wird schon wieder, ja klar wird das wieder. Auch ich komme dahin, wo ich eigentlich mal gestanden habe, nämlich bei guten CK-Angriffen und nicht so ein Gemurkse, was zurzeit hier bei mir geht. Und dementsprechend denke ich mal oder sehe ich dem ganz zuversichtlich rein, dass wir auch mal wieder mit mir gewinnen. Ich meine, wir haben hier jetzt auch gewonnen. Ich war dabei, aber mehr kann ich ja auch nicht dazu sagen und mehr habe ich auch nicht dazu beigetragen. Das ist eigentlich das, was mich ein bisschen ärgert und ein bisschen wurmt, dass ich nicht so wirklich was ausrichten konnte hier. Ihr wisst selber, man will immer viel reißen und nimmt sich viel vor. Aber ich habe auch sehr spät angegriffen, das kam noch dazu. Und weil ich meinen King jetzt nicht mit 400-500 Gems vorgeben wollte, sondern habe echt lange gewartet. Das hat man mir auch zu Recht vorgeworfen in den Chats. Das betrifft aber einige Zehner bei uns, die dann sehr spät angreifen und die anderen wissen dann nicht, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich. Kann ich durchaus verstehen, ich hätte viel, viel eher angreifen müssen. Dann hätte ich hier sicherlich auch etwas mehr mitgenommen und der CK wäre nochmal ganz anders verlaufen. Nämlich noch deutlicher im Sieg. Aber so hatte der Dan hier so ein bisschen Luck, muss ich sagen. Denn er hat auch selber gesagt, Mensch, der Angriff war eigentlich so scheiße vorher oder am Anfang. Und dass der noch so ein gutes Ende nahm, ja, das ist natürlich top. 22 auf 22 gegenüber ist immer super für uns. Und dementsprechend gucken wir uns hier den 19er mal an. Denn das ist eigentlich die zweite Base, die ich hier gemacht habe, wo ich nur einen Stern drauf geholt habe mit einem versuchten Gola Loon, der mir so richtig schön missglückt ist mit einem geretteten Stern dann noch, vielleicht nur für einen Bonus, also das ist auch ein bisschen doof. Ich meine, ich bin ganz froh, dass ich den Bonus an der Stelle, Entschuldigung, an der Stelle mitnehme. Aber der Lukas macht das hier viel, viel besser mit einer Kombination aus Bowlern und Valkyren. Das ist zurzeit auch seine bevorzugte CK-Truppe hier. Ich muss sagen, als ich den Angriff, den habe ich noch live eben im Garten gesehen. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine gute Kombi hier, um solche Bases hier zu machen. Und aber ich muss einfach üben. Und üben geht natürlich am besten mit beiden Helden. Da ich die jetzt wirklich sehr, sehr viele Wochen nicht immer beide zur Verfügung hatte, ist es natürlich auch für mich schwer,
immer so ein bisschen da was darzustellen und so ein paar Probeangriffe abzubilden, wenn man nur einen Helden hat. Also bei mir ist es ja eigentlich nur im Moment die Queen, da die schon seit, jetzt muss ich gerade runterrechnen, 6 Wochen, beziehungsweise ja seit 6 Wochen auf Level 40 ist und ich seitdem den King ja eigentlich kontinuierlich hochziehe und das auch weiter verfolgen werde. Aber so sind das hier coole 3 Sterne auf die 19 gewesen von Lukas und sauberer Angriff. Jawohl, so macht man das eigentlich und nicht so, wie ich es gemacht habe. Naja, was soll ich machen? Es ist halt so, den haben wir eben schon gesehen und ich blicke dann natürlich immer neidisch auf einige Angriffe zurück, wie zum Beispiel hier auf den Angriff von unserem Swish auf die Nummer 15 auf Isa. Und er fängt ja also mit einem Queen Walk an. Mit 40er Queen bietet sich das einfach an. Und wenn ich selber sehe, ich habe ja die gleichen Truppen, ich habe die gleiche Queen, ich habe die gleichen Zauber und mache dann eigentlich so einen Mist hier, dann blicke ich hier auf solche Angriffe schon so ein bisschen neidisch hin, muss ich sagen. Ich glaube, in einem Angriff, den sehen wir gleich auf jeden Fall noch, da habe ich das auch neidvoll anerkannt. Da habe ich einfach nur in den Chat reingeschrieben, neidisch, guck. Und das reicht dann schon, um die Aussage zu treffen, wie gut der Angriff war. Sehen wir aber gleich noch wirklich wieder ein gelungenes Ding. Aber der hier war so knapp. Und da muss man sagen, Glück des tüchtigen Kings hier, der hier wirklich noch richtig die Bude rockt, nämlich jetzt erst ganz, ganz spät gezündet wurde. Und es hier tatsächlich auch, jetzt ist er, es ist eigentlich noch viel Feuer hier. Ja, die Queen schafft den Bogenschützenturm nicht mehr und eigentlich macht er auch schon viel Aua. Auch auf 12 ist er da. Aber der Queen macht hier ganze Sache mit den Rennen. Oh, kriege ich jetzt noch eine Bombe ab? Da habe ich eigentlich gedacht, oh, das ist vorbei. Aber nein, auf der allerletzten Rille schafft er mit dem King hier noch den Bohrer und auch der hat ja nicht gerade wenig Healpoints. Also das war wirklich super spannend hier und das war so ein richtiger Dreier, so nach dem Motto, das war, Mann, ist das gut. Ja, also wirklich toll gemacht hier. Der CK ist mittlerweile auch vorbei. 77, 60, das heißt also, ich glaube, wir haben dann unseren Zehner auch durch. Das heißt, wir haben unsere Zehner-Serie, also zweistellig. Sehen hier einen Angriff von Mastengo auf ein RH10-Dorf. Mastengo nach wie vor bei uns hart in der Legende am Kämpfen, also hält sich da jetzt schon einige Wochen und ich glaube, muss aber auch gar nicht mehr runter, was Truppen und Dorf angeht. Ich denke mal, ich habe mir jetzt einige Bases schon lange nicht mehr angeguckt, obwohl ich immer mal wieder reingucke, was machen die Leute. Und ich glaube aber, er hat schon alle Mauern jetzt fertig, auch hat die Luftdev auch schon hoch. Ich muss da mal selber wieder nach dem Status gucken. Funnelt hier natürlich wieder fantastisch, kann man nicht anders sagen. Und rockt hier den 13er dann auch ganz locker mit 3 Sternen ab. Die Valkyren da hinten noch am X-Bogen. Also das war schon ziemlich stark und ziemlich dominant, was hier ein RH10 auf ein RH11, RH11 auf ein RH10 reißen kann und was da noch über ist. Also das ist schon richtig krass. Aber ihr seht selber, hier ist sich keiner für irgendwas zu schade. Also hier wird nach wie vor absolut null auf Lot geguckt. Hier wird wirklich bis zum Schluss geschaut. Machen wir die Sterne, das haben wir eben auch bei Hitman gesehen. 5 auf 18 war es, glaube ich. Und das muss ich sagen, mag ich nach wie vor hier richtig, richtig gerne. Und das ist hier übrigens der Angriff, wo ich so absolut neidisch drauf war, auf den Angriff von dem Garagus, der hier mit einem Golem und einer 40er Queen in diese Base reinkommt. Schön den Babydrachen gesetzt, der macht schon richtig viel weg jetzt auch von der Flanke da, lockt jetzt die Clanburg ein bisschen mit raus. Die Queen macht die Clanburg. Ich weiß gar nicht mehr, ob er den zünden musste oder ob die vergiftet wurde. Ja, teils vergiftet, teils nur mit der Queen gemacht, immer noch nicht gezündet. Immer noch nicht, jetzt erst gezündet. Also das war schon wirklich, wirklich lange gehalten und die lebt immer noch.
Ja, der King macht das Rathaus in der Mitte und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Clean-up für den Rest der Truppen. Aber, es war sein King, der das Rathaus gemacht hat. Ich habe es nicht verkehrt geguckt. Also dann war das schon hier ein richtig deutlicher Angriff und da gucke ich immer neidisch drauf, denn tatsächlich habe ich die gleichen Heldentruppen. Okay, ich habe jetzt noch keine 7er Magier, aber ich denke mal, das ist auch nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern der Schlüssel ist wirklich Base angeguckt, Taktik ausgedacht, vielleicht ein, zweimal irgendwo geübt. Und wir wissen aber selber, wer meine Serie hier verfolgt, der Garagus, greift immer hier sehr, sehr stark an. Also RH10 auf RH10 ist hier sein Ding. Das ist schon ziemlich stark, was hier läuft. Und deswegen haben wir auch hier mal wieder sehr, sehr hoch gewonnen. Wir gucken uns den Mojo an. Mojo sehen wir ja, jetzt hoffentlich wieder öfter. Ich glaube, ist jetzt schon das zweite CK-Langvideo, wo wir den Mojo hier in Aktion sehen. Viele Level sind es auch nicht mehr bei den Helden. 3 noch bei der Queen, 5 noch beim King. Mal sehen, was da CK-technisch geht. Ich habe da ja echt Muffe und meine Muffe ist auch berechtigt. So wie ich angegriffen habe, nur mit einem oder für ein RH11 sind es dann ja nur 2 Helden, hier irgendwas zu starten, aber Mojo hier auf die 10 funnelt hier super. Die Truppen gehen sauber oben rum, die Hexen noch auch außen schön am Tanken für die Bowler teilweise oben und er hat immer noch Heiler am Start, denn solange wie man Heiler am Start hat, ist man ganz, ganz fein raus hier aus der Sache. Jetzt sind zwar außen die Walküren rum, das macht aber nichts, weil er hatte schon vorher in der Mitte mit seinen anderen Truppen geklärt und ja, jetzt ist der Bombentower am Ende natürlich auch nicht mehr so das Ding für die Truppen hier. Also starker Angriff auch, gut ab. Und ich bin auch ein bisschen sprachlos, was hier zurzeit läuft. Also die Serie hier und die CKs und die CK-Angriffe hier, das ist einfach schon richtig, richtig gut. Hier oben haben wir leider nur einen Stern auf 2 Bases geholt. Das ist, war aber zu den Zeitpunkten auch nicht tragisch. Das war absolut in Ordnung und trotzdem wurde hier stark angegriffen, auch sehr, sehr früh, sodass man schon früh sagen konnte, Mensch, oben, da passt das. Und das war ja früher so ein bisschen unsere Sorge, dass wir oben nicht so gut waren und es da immer so ein bisschen an den Sternen gefehlt hat und an dem kleinen Quäntchen Glück. Aber im Moment läuft es und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wo der Norman die 6 gemacht hat, das war gestern Abend, da hat er selber geschrieben, Mensch, oben sieht schon wieder richtig gut aus. Da waren auch schon wieder 6 oder 8 Sterne auf die obersten Bases drauf. Ja, das ist dann natürlich wirklich gut. Und dann passt die Taktik auch. Und hier sind's, ja, es sind 2 Sterne geworden. Von 11 auf 11 ist auch eine knackige Base. Keine Frage, die ist, so wie ich das hier nochmal jetzt überblicke, ziemlich stark maxed out. Hier gibt es ein paar Bogenschützentürme, die Lars sind noch nicht ganz ab. Aber das sind schon starke Bases hier oben und trotzdem waren das auch in dem Bereich hier gute Angriffe. 2 Stück schauen wir uns auch an. Nochmal 2 Elfer hier zum Ende. Einmal von dem Joker, der auch schon mal ein bisschen Pech hatte, aber in diesem CK hier ganz solide angegriffen hat. Also man kann auch sagen, solide abgeliefert und macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Ich sehe seine Bogenschützenkönigin hat ein Level weitergemacht. Super Joker, das ist der richtige Weg. Max die Helden, setz ruhig aus. Scheinbar rocken wir trotzdem die CKs hier, egal wer hier eigentlich nicht dabei ist oder wer dabei ist. Und deswegen nehmt euch ruhig die Zeit, macht eure Helden ganz in Ruhe. Das Clash-Leben hier geht ja sicherlich noch länger weiter und die schönen CKs hier, wo Supercell allerdings mal dran arbeiten kann, wo es mir gerade wieder so einfällt, ist natürlich der Clan-Level. Da wir ja auf Clan-Level 13 zugehen, es sind ja noch etliche CKs bis dahin, aber demnächst folgt ja so ein Special-Event, wo man dreifach Sterne bekommt in den CKs, ein paar Tage. Das ist natürlich wirklich krass. Ich denke, da versuchen wir auch ausschließlich 30er CKs hier zu spielen, gar nicht runter. Also um möglichst viele Sterne mitzukriegen, selbst wenn man ja verliert, bekommt man ja richtig viele CK-Sterne. Und für so einen Clan hier wie den Warriors ist das natürlich super.
genau in so einer Phase hier, wo man so auf 50-50 oder ich weiß gar nicht, wie viel wir mittlerweile geschafft haben, zum Weg auf Level 13, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen, gerade wenn man so einen Lauf hat, wie hier zurzeit der Fall ist. Das war ja nicht immer so. Ich habe schon in den Kommentaren mitbekommen, Mensch, wie macht ihr das? Wie seid ihr so gut geworden? Ja, das Erfolgsgeheimnis ist sicherlich vielgründig. Wir haben zu einem natürlich super Leute aus unserem Partnerclan mit hier rein fusioniert. Ich will jetzt nicht sagen, es sind die Besten, aber es sind die Besten. Und also wirklich krasse Jungs. Und ihr seht es ja selber, wir haben hier überhaupt keinen Membersbund. Wenn wir hier jemanden kicken, dann ist das ein Twink, damit mal wieder ein Platz frei wird. Und dementsprechend ist das zurzeit eine ganz eingesporene, eine ganz tief verschworene Truppe auch. Wo wir hier bei dem Max sehen, Max auch wieder mit super soliden und richtig hohen Prozenten hier auf die 1 auf 1. Also auch das war gestern Abend schon. Und wenn du natürlich schon die ersten paar Bases, okay, auf den 2 und 3 waren nur ein Stern drauf, aber wenn du hier schon bei denen so gut rockst, dann hast du natürlich auch viel, viel mehr Selbstgefühl für den restlichen CK aller anderen Angreifer. Und so spiegelt sich das zurzeit hier wieder. Hier wird auch viel geübt, außer von mir. Ich übe nämlich gar nicht, nur mit meinen bösen Kobolden farm ich mir den King auf 40. Okay, jeder hat andere Ziele. Mein Ziel ist halt King auf 40 und da gehe ich auch ganz, ganz hart hin. Also wie gesagt, 77 zu 60 hier richtig krass gewonnen. Unsere Siegesserie damit ausgebaut. Ich kann jetzt schon auf meinem 27 Zoll hier leicht scrollen. Ja, da sehen wir noch die letzten beiden roten, aber der Rest, ja, der ist schon grün. Das ist natürlich schon schön und das ist eine schöne Serie im Moment, die wir da hinlegen. Kann man nicht anders sagen. 8 in Folge mit dem Unentschieden und dem davor gewonnenen sind es ja schon 10 in Folge. Also wirklich tolles Ding hier. Ich denke mal, wir werden gleich auch wieder suchen. Ich bin im Moment mit Toto raus, obwohl ich gerade beide Helden habe. Aber was machen wir einfach zum Ende der Folge hier? Weil sie so gut zum Abschluss ist. Wir brauchen 168.000 Dunkles für unseren King auf Level 37. Und ich würde sagen, das Paar Dunkles an Elex holen wir uns gerade live noch hier in die Folge mit rein, so als schönen Abschluss, weil der CK wieder wirklich gut war und gute Stimmung, alle gut drauf. Ich eigentlich zurzeit auch. Ich bin in einem ganz coolen Clan, zurzeit mit Avatar, bei einem anderen YouTuber, der so ein bisschen auf meiner Wellenlänge ist. Nicht nur was das Video drehen angeht, sondern auch glaube ich, was das Alter angeht, also jetzt nicht ganz so alt wie ich. Ich bin ja schon so alt, aber das passt so und man unterstützt sich da so ein bisschen gegenseitig. Jeder holt sich so ein paar Tipps vom anderen. Das finde ich auch gut und deswegen habe ich den Clan auch gejoint. Warum soll ich nicht jemandem helfen, wo ich auch sicherlich immer so ein paar Tipps bekomme, was das Clashen angeht, ob das jetzt nun hier das Abdrehen ist oder das Mischen ist oder überhaupt die CKs ist. Ich denke mal, da kann man sich ruhig unterstützen in dem Metier, wo wir uns hier bewegen. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Jeder macht das hier für sein Hobby, weil er Spaß dran hat. Und wenn der Spaß dann noch von anderen honoriert wird, ist das natürlich noch viel, viel schöner. Und deswegen machen wir das eigentlich hier, nämlich schöne Clash of Clans Videos, aber das zieht sich hier schon wieder hin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu hoch bin in der Liga für so einen Kampf hier, aber suche jetzt schon wieder eigentlich für meine Verhältnisse mit meiner tollen Armee viel, viel zu lange. Ich möchte den King ja wenigstens noch einmal in Action sehen, wo ich ja nur 2 Angriffe gesehen habe. So, und dann ist er da, den nehmen wir mal mit. Der hat das dicke Lager hier in der Mitte und hat so ein bisschen was außen für uns. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier ganz piano den Bohrer hier weg. Das mache ich mal eben mit meinen Bogies.
Das liegt einfach daran, die sollen das erstmal machen, weil die in meiner nächsten Armee auch ganz, ganz vorne wieder stehen. Sonst habe ich einfach zu viel mit. Die verbrate ich jetzt eben mal an der Stelle. Dann ziehe ich hier schon mal 1, 2, 3 von den Jungs rein. Ein paar Kobolde hier hinterher. Dann machen wir schon mal ein bisschen den Rest. Und ich denke mal, mit meinen anderen Truppen komme ich hier in jedem Fall. Ja, das andere interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt gerade nur so mal das Dunkle. Das ziehen wir uns auch jetzt hier rein. Und muss hier jetzt mal eben alles einmal geben. King mit rein. Ach nee, King habe ich gar nicht. Ach, was habe ich denn hier in der Clanburg? Ja, okay. Ich sehe es jetzt gerade, was ich in der Clanburg habe. Und hier sollen die Jungs springen. Die packe ich mal eben in Wut. Denn die Kobis müssten da jetzt eigentlich reingehen und mir das Dunkle hier wegsnaggeln. Den King gerade noch so geschafft. Und ja, das sieht noch gut aus. Queen, machst du den Inferno da? Oh, ich muss mal gerade ganz, ganz leise werden. Aber meine Queen macht den Inferno noch, macht jetzt das Rathaus noch. Ich kann die beiden Zauber noch behalten. Hab 171.000, ich brauche 168.000 für meinen King. 4.090 nochmal geholt. Schneller und unkomplizierter Angriff. Danke nochmal an den Spender für die Truppe in der Clanburg. Ich habe echt nicht mehr drauf geguckt, aber die Miner haben es, glaube ich, hier auch gut gerissen. Und ich habe 2 Bauarbeiter frei. Ihr seht selber. Ich würde sagen, dann ist es Zeit für ein Dorfupdate. 168.000 der King. Da geht er auf die Reise. 7 lange Tage und dann dauert es nicht mehr lange. Und der Kollege ist auch Max. Ich denke mal, das war es erstmal aus dieser Folge des doch sehr langen CKs. Das Video ist auch sehr lang geworden und ich habe auch mal vermutlich etwas mehr gesprochen als sonst. Aber heute war ein guter Tag, ich bin gut drauf und CK ist gut gelaufen, auch wenn meine Angriffe jetzt nicht so toll waren. Das macht mir jetzt an der Stelle nichts. Und wenn euch das Video trotzdem gut gefallen hat, auch wenn ich hier manchmal ein bisschen Mist baue, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr bei mir noch kein Abonnent seid, am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns ganz, ganz sicher in dieser Woche mit ein paar neuen Folgen von Clash of Clans. Und ja, ich muss es leider sagen, auch Clash Royale wieder. Denn bei mir hat sich ein bisschen was getan. Überraschung, Überraschung. Aber da seid gespannt, was euch auf zukommt. Und dementsprechend, ich verbleibe, euer Toto. Bestimmt.